Sag mal, gibst du mir noch mal einen Pilz? Jo, danke. Ich stand mal wieder an der Theke und war natürlich ziemlich voll. Wusste nichts mit mir anzufangen, wusste nicht, was ich machen soll. Da lief sie an mir vorüber, auf einmal ging die Sonne auf. Sie schaute kurz zu mir herüber, plötzlich war ich wieder gut drauf. Und das Erste, was ich sah, war ihr tomatenrotes Haar. Und das Erste, was ich sah, war ihr tomatenrotes Haar. Jetzt war der Abend wieder gerettet, jetzt machte alles wieder Sinn. Sie war das, was ich immer suchte, dachte ich und ging zu ihr hin. Und mir schlotterten die Knie, als ich kurz danach vor ihr stand. Wenn ich jetzt wieder Leine ziehe, bin ich die größte Flasche im Land. Und das Zweite, was ich sah, war ihr tomatenrotes Haar. Und das Zweite, was ich sah, war ihr tomatenrotes Haar. Ha, ha, ha. Ich sagte irgendwas total Banales, ihre Schönheit blendete mich. Fing sogar an, ein bisschen zu stottern, es war mir wirklich mehr als peinlich. Während ich sie näher studierte, brach die Erkenntnis über mich rein. Das Mädchen, was mich so faszinierte, hätte locker meine Tochter sein. Und das Dritte, was ich sah, war ihr tomatenrotes Haar. Und das Dritte, was ich sah, war ihr tomatenrotes Haar. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Und das Dritte, was ich sah, war ihr tomatenrotes Haar. Und das Dritte, was ich sah, war ihr tomatenrotes Haar. Ha, ha, ha.